Welches Polynom p von x vierten Grades mit reellen Koeffizienten ist so, dass p von x plus 2 teilbar ist durch x plus 1 im Quadrat und p von x minus 2 teilbar ist durch x minus 1 hoch 3? Diese Frage haben wir beantwortet im Tutorial 025, aber ein sehr aufmerksamer Zuschauer schlägt eine andere Methode vor, die ich hier erklären werde. Ehe man diese andere Methode jedoch anwenden kann, muss man folgenden Lehrsatz kennen: Wenn x minus a im Quadrat das Polynom p von x teilt, dann teilt x minus a das Polynom p' von x, das heißt die Ableitung vom Polynom p. Diese Eigenschaft werden wir schnell beweisen. Wenn x minus a im Quadrat das Polynom p von x teilt, dann bedeutet das, dass dieses Polynom p von x so geschrieben werden kann, als Produkt von x minus a im Quadrat und einem weiteren Polynom q von x. Die Ableitung von p von x ist also die Ableitung von einem Produkt. Und es gilt f mal g', das ist f' mal g plus f mal g'. Wir sehen also, dass wir in p' von x x minus a ausklammern können und erhalten so p' von x, das ist x minus a mal ein Polynom von x. Und demzufolge teilt x minus a dieses Polynom p' von x. Durch diese Angabe wissen wir, dass x minus 1 hoch 3 das Polynom p von x minus 2 teilt. Also wissen wir, dass dieses Polynom p von x minus 2 geschrieben werden kann als Produkt von x minus 1 hoch 3 und einem Binom ersten Grades. Denn dritter Grad mal erster Grad ergibt vierter Grad. Jetzt setzen wir minus 2 noch rechts rüber und sehen so, das Polynom p von x, das wir suchen, kann in dieser Form geschrieben werden. Was wir jetzt noch suchen, sind die zwei Zahlen a und b. Halten wir diese Form von p von x hier fest. Durch die Angaben wissen wir, dass x plus 1 im Quadrat dieses Polynom p von x plus 2 teilt. Also x plus 1 teilt auch dieses Polynom p von x plus 2. Durch das Gesetz vom Rest wissen wir also, dass der Zahlenwert dieses Polynoms p von x plus 2 bei der Zahl minus 1 0 ergeben muss. Diesen Zahlenwert p von minus 1 erhalten wir, indem wir in p von x das x da und da durch minus 1 ersetzen. So erhalten wir diese Gleichung. Minus 2 hoch 3, das macht minus 8. Da hinten haben wir 4, also wird die Gleichung zu dieser. Wir teilen diese sofort durch 4 und das führt dann zu dieser Gleichung mit den zwei Unbekannten a und b. Halten wir diese Gleichung hier fest und nennen sie Gleichung 1. Durch die Angaben wissen wir, dass x plus 1 im Quadrat dieses Polynom p von x plus 2 teilt. Daher wissen wir durch diese Eigenschaft, dass x plus 1 die Ableitung von diesem Polynom teilt. Die Ableitung von 2 ist 0, also wissen wir, dass x plus 1 dieses Polynom p' von x teilt. Und durch das Gesetz vom Rest schließen wir daraus, dass der Zahlenwert dieses Polynoms p' von x bei minus 1 0 ergibt. Berechnen wir diese Ableitung p' von x.
P' von x, das ist die Ableitung von dieser Summe, also so. Die Ableitung von 2 ist aber 0, so bleibt noch abzuleiten f mal g. F mal g prim, das macht f prim mal g plus f mal g prim. Da haben wir also das Polynom p prim von x. Um p prim von minus 1 herauszufinden, brauchen wir nur in diesem Polynom p prim von x, das x da, da und da durch minus 1 zu ersetzen. Und das ergibt dann diese Gleichung. Die kann sehr schnell vereinfacht werden. Hier können wir durch 4 teilen und das führt dann sehr, sehr schnell zu dieser Gleichung b gleich 5a geteilt durch 3. Da haben wir eine zweite Gleichung mit den unbekannten a und b, also nennen wir diese Gleichung 2 und halten sie hier fest. Wenn wir in Gleichung 1 das b ersetzen durch 5 mal a Drittel, dann erhalten wir diese Gleichung, die nur noch als unbekannte a enthält. Diese Gleichung führt dann sehr schnell zu a gleich 3 Viertel. Nennen wir das Gleichung 3. Wenn wir in Gleichung 2 das a durch 3 Viertel ersetzen, dann erhalten wir b gleich 5 Drittel mal 3 Viertel. Also ist b gleich 5 Viertel. In p von x, Polynom, das wir suchen, können wir also a und b durch die gefundenen Werte ersetzen. So erhalten wir das Polynom p von x in dieser Form geschrieben. Halten wir diese Form hier fest. Um das Polynom p von x in entwickelter Form zu haben, werden wir zuerst x minus 1 hoch 3 in dieser Form schreiben. Das ist x hoch 3 minus 3x² plus 3x minus 1. Jetzt wird das Ganze hier verteilt. So erhalten wir diese Summe, die man noch einfacher so schreiben kann. Und somit haben wir das Polynom p von x in entwickelter Form gefunden. Das ist also die Endantwort auf die gestellte Frage.